Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir werden uns heute mit dem Thema Kraftstoffadditive auseinandersetzen. So, wir haben gesagt, es geht um die verschiedenen Additive, jetzt gerade um das Kraftstoffadditiv heute. Und zwar haben wir ja hier drei verschiedene Shooter. Das sind jeweils kleine Döschen mit Additiv. Alles für Kraftstoffsystem. Wir haben einmal das Additiv zum Stabilisieren, wie das Wort schon sagt. Stabilisiert dieser Shooter das Kraftstoffsystem. Das bedeutet, wenn wir ein intaktes Kraftstoffsystem haben, was gut funktioniert und wir wollen das Fahrzeug vorübergehend stilllegen, Winter, was auch immer, wir fahren lange in Urlaub. Völlig egal, wenn wir wissen, das Motorrad steht ein bisschen länger, können wir damit das Kraftstoffsystem vorbeugend schützen und das Ganze einfüllen. Dieser Shooter funktioniert definitiv nicht, wenn es schon zu spät ist, weil der ist wirklich vorbeugend. Und dann haben wir diese beiden schönen Shooter. Das sind einmal der Cleaner und einmal der Performance Improver. Also wir sind in Deutschland, wir können das mal kurz übersetzen. Motor Performance Improver auf Deutsch, also der Verbesserer. Das ist der Verbesserer der Verbrennung und das ist wirklich ein Reiniger. Also das wäre jetzt hier der Shooter, wenn wir wissen oder vermuten, dass wir im Kraftstoffsystem Verunreinigungen drin haben, durchgealterten Kraftstoff, der so ein bisschen krümelig wird oder da ist irgendwie ein bisschen Dreck reingekommen. Wir haben da zwangsläufig mit der Zeit Krümelkram drin, Rückstände, wenn der Kraftstoff zerfällt mit der Zeit. Da können wir den hier wunderbar nutzen und dann haben wir den. Das ist, das Fahrzeug läuft wunderbar, wir wollen aber, dass es noch viel besser läuft. Dazu haben wir dann diesen Engine Performance Improver. Der nimmt die Oberflächenspannung des Kraftstoffs, was dann zu einer verbesserten Zerstäubung führt und dadurch die Verbrennung besser wird. Wir werden jetzt im Einzelfall noch ein bisschen auf die eingehen, auf den Stabilisator. Da sprechen wir gleich nochmal mit Liquimonic drüber. Einfach ein bisschen klein, ein bisschen Theorie. Und den Fuel-System-Cleaner und auch den Verbesserer werden wir jetzt einmal anwenden. Wir haben in der Vergangenheit häufig Probleme gehabt, oder also jetzt in der kurzen Vergangenheit, vor ein paar Jahren gab es da eigentlich nie Probleme. Die G-Cut-Fahrzeuge, also die Einspritzer, sind immer durch die Abgasuntersuchung gekommen. In den letzten Jahren haben wir verstärkt Probleme, dass die Fahrzeuge die Abgasuntersuchung nicht mehr schaffen, trotz Lambda-Regelung und so weiter und so weiter. Und das kann vereinzelt auch mit Verunreinigungen im Kraftstoffsystem zusammenhängen. Und wir haben gerade ganz aktuell so einen Fall und da werden wir jetzt mit den beiden Shootern einmal arbeiten. Gut, Kawasaki ZX-10R, Baujahr 2006 haben wir hier, Abgasuntersuchung nicht geschafft. Gemessen wird bei erhöhter Leerlaufdrehzahl, sprich etwas über 2000 Umdrehungen. Luftfilter ist gut, der ist neuwertig, Sekundärluft ist funktionstüchtig, Lambda-Sonden sind angesteckt und die Zündkerzen haben wir jetzt nochmal erneuert, weil wir sowieso da alles draußen hatten und die sowieso fast fällig sind. Fahrzeug hat 21.000 Kilometer gelaufen und wir werden jetzt einmal messen. Wir haben selber einen Abgastester, der ist nicht geeicht. Ja, also das ist, wir könnten den abnehmen lassen, dann könnten wir die Abgasuntersuchung selber machen, dann müsste ich wieder zur Aufholschulung gehen, würde wieder ein Zertifikat kriegen und so weiter und so weiter. Bei uns machen die TÜV-Prüfer die Abgasuntersuchung, aber um es einmal zu testen, können wir damit messen. So, Motorrad ist jetzt auch betriebswarm. Wir haben 69 Grad Wassertemperatur und sehen jetzt hier unten unser CO. Wir sind jetzt im Leerlauf, sind bei 0,24, also 0,3 darf sie. Also sie läuft halt auch ziemlich holperig, ne? Und wir sind jetzt hier bei 1,72, wird immer mehr, 2,5, 2,7, es wird immer mehr. Ja, die Katalysatoren müssen natürlich auch warm werden, ja, um die 2% CO, weniger wird es jetzt nicht mehr, jetzt wird es auch nicht mehr, 2. Gut. Wir werden jetzt mal hier losshooten. Der Tank ist fast voll.
Der Sprit ist auch noch nicht allzu alt. Ja, jetzt müssen wir natürlich das Ganze dann auch ein bisschen da durchfahren, durchspülen. Dann das Ganze im System drin haben. Das erkennt er sich auch dran. Das Motorrad ist warm. Wir werden jetzt mal eine Runde um den Block fahren. Das Ganze auch ins System gelangt. Und dann werden wir gleich nochmal messen und mal schauen, ob wir an den Abgaswerten was erkennen können. Geworden. Ja? Also wir waren über 2, so wir sind jetzt so knapp über 1, 1,5, naja, also das ist auf eine Sicht für das Motorrad und das, was wir jetzt mit diesem Motorrad machen müssen, ist das schlecht, weil es reicht leider immer noch nicht. Aber naja, mein Gott, es ist ja auch kein Zaubertrank, es ist ein Additiv. Wir können auf jeden Fall sehen, wir haben für eine bessere Verbrennung gesorgt, weil wir sind runtergekommen von den Abgaswerten. Aber es reicht leider immer noch nicht. Gut. Wir werden jetzt hier nochmal den Speed-Shooter, also Speed-Additiv, von euch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Mich interessiert das ja auch immer alles ganz genau, was das ist. Wir haben jetzt eine Abgastemperaturerfassung, wir haben eine AFR-Erfassung. Also wir müssten da jetzt irgendwo sehen können, was es tut. Was es tut, genau. Was soll es denn tun? Also, ihr dürft es nicht verwechseln mit einem Oktanbooster. Es ist nicht, dass die Oktanzahl hier verändert wird, sondern die Oberfläche vom Sprit ändert sich. Es wird dadurch feiner eingestaubt, egal ob Vergaser oder Einspritzer. Das Zündbild sieht etwas anders aus. Du hast Millisekunden vorher die Verbrennung und die Kernflamme ist einfach voluminöser und somit hast du halt ein bisschen mehr Leistung. Die meisten Kunden in unserem Feldversuchen sagen, je kleiner die Kubikzahl der Motorräder, desto mehr merken sie es wirklich an der Gasannahme. Je größer die Fahrzeuge, desto ruckeliger werden die ja, wenn du langsam fahren musst. Ne? Wenn du in der 30er-Zone, 50er-Zone irgendwie, die haben da so ein Ruckeln dann. Mhm. Und dort sagen die Kunden in der Regel, dass das eine bessere oder eine angenehmere Fahrweise ist, da die Verbrennung halt sauberer ist. Ne? Mal gucken, was jetzt hier passiert auf dem Prüfstand. Wir haben gleich 2 reingeworfen, also überdosieren. Wir sagen immer für 10 bis 15 Liter eine Dose. Wir haben jetzt etwas überdosiert. Und gucken mal. Das ist 40 Liter Tank. 40 Liter. Ja. Touring-Motorrad. Ah. Gut. Okay. Wir werden uns das anschauen. Dann fahren wir. Machen wir. Wir hatten hier die Eingangsmessung. Einige. Genau. Abgastemperatur waren wir immer so durchschnittlich 490 Grad. Das ist knappe 500. Wir machen uns jetzt mal hier irgendwie eine. Warte mal. Lambda ist identisch. Hatten wir uns schon
drüber verständigt. Ja. Wir nehmen uns hier mal eine. Also wir hatten 116,0, 116,7, 116,2, 116, 115,8. Also 116,4. 116 PS. Wir nehmen uns jetzt mal hier die Messung. Jetzt haben wir mit dem Shooter haben wir erstmal 118,5, 118,4, 118,5, 118,9, 118,6, 118,7. Also alle innerhalb von 0,4 PS. Uhrwerk. Richtig gut. 2 PS mehr als vorher. Gute 2, sagen wir mal knapp 2. Ja. Also wir hatten 116,7, also knappe 2 PS mehr. Und das finde ich relativ interessant, wir hatten Abgastemperaturen permanent eigentlich über 500 im Maximalwert. Mhm, ne? Genau. Also was ich so konstant gehalten habe und so minimal heißer, fand ich ganz interessant, so konstant. War auch so 20 Grad, es ist nicht mehr, es wird nicht proportional mehr. Es ist, läuft 20 Grad heißer ungefähr, der Motor. Kühlmittel ist nicht wirklich wärmer geworden eigentlich, es war rein die Verbrennung. Dafür muss man wahrscheinlich dann ein bisschen länger fahren, dass sich das dann überträgt aufs Kühlmittel. Also minimal heißer, wir haben hier 513, 520, 530, 550 mal. Ja, gut, aber Lambda-Wert, und das finde ich auch interessant, hat sich überhaupt nicht geändert. Also der ist hier auch, ja, identisch. Das ist alles das Gleiche. Was wir aber haben ist, dass hier der mittlere Bereich von 5,5 bis knapp über 7, da sehen wir schon einen Unterschied, dass sie besser ist. So, dann haben wir hier einen Bereich, ja gut, da ist die Verbrennung dann vielleicht nicht optimal, da ist die Füllung dann vielleicht auch nicht optimal, da hat sich zumindest nichts getan. Da treffen sich die Kurven hier wieder zwischen 7 und 8. Und oben raus haben wir dann halt hier die 2 PS mehr. Na, also da ist dann schon feinere Zerstäubung, bessere Verbrennung. Gut, ist nicht die Welt, brauchen wir nicht drüber reden. Keine Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nichts erwartet. Null. So. Über null sind wir. Von daher muss ich sagen, bin ich schon beeindruckt. Und ja, Abgastemperatur ein bisschen heißer. Bisschen heißer. Ja. Wir haben jetzt also keinen, bedenkenlos. Ohne, außer wenn man jetzt sowieso an der Grenze ist, ne? Weil jetzt entzündet gemacht und so, würde ich mir das vielleicht dann auch überlegen. Aber ich glaube, dass das dann auch nicht unbedingt der Einsatzzweck ist. Ne? Weil da fährst du dann wahrscheinlich sowieso irgendwie. Wir werden das bei Gelegenheit, musst du mal gucken, wenn du nochmal Zeit hast, werden wir es nochmal testen. Wir werden das mit der GS500 nochmal testen von uns. Weil die Überlegung ist, dass so ein Einspritzer und so, das läuft ja alles schon sehr, sehr gut. Das sehen wir ja auch, das läuft extrem konstant. Wir werden das mit der GS500 nochmal testen, ob wir da einen Unterschied feststellen können, wo wir so um die 50 PS nur haben, ob da auch eine Veränderung oder sogar eine stärkere Veränderung festzustellen ist. Das schauen wir uns nochmal an. So machen wir das. Zusätzlich dazu wollen wir auch noch den MOS-Shooter ein. Genau, den MOS-2-Shooter, den wir im Ölwechsel-Video schon gezeigt haben. Da werde ich verstärkt auf die Schaltung und so achten, ja. wie sich das alles verhält. Wir werden das vielleicht auch noch mal in einem anderen Fahrzeug testen, mit etwas weniger Leistung. Ja. Und vielleicht auch im Vergaser. Also dass wir da, weil man muss ja hier schon sagen, das Fahrzeug ist abgestimmt, das Fahrzeug hat Acra komplett, das ist alles schon, das läuft schon sehr gut. Yeah.
Wir haben, also zum MOS. MOS. Schaltung ist schön. Motor. Akustik. Schwierig. Also ich würde sagen, er ist leiser, aber wir testen es bei einem anderen nochmal draußen. Ja. Das machen wir nochmal. Kupplung rutscht auf jeden Fall nicht. Das ist, da muss ich ja sagen, hast du ja versprochen. Aber ich war trotzdem immer skeptisch, weil wenn man das hört, so Reibwertverminderer und ja. Kupplung. Ist klar. Funktioniert wunderbar, rutscht nichts, alles top. Ihr werdet das ja sicherlich auch mal getestet haben. Wir haben das auch mittlerweile tatsächlich millionenfach weltweit verkauft und ja. Mir ist nicht bekannt, dass irgendjemand wegen Kupplungsrutschen nein, da irgendwie bei uns angerufen hat. Das habe ich. Aber ich überzeug mich trotzdem immer noch mal selber. Gerne. Davon. Gut. In dem Sinne sind wir eigentlich durch. Wir sind durch. Schöne Additive habt ihr. Bisschen was haben wir getestet. Additive sind auch alle im Shop. Links dazu sind unten drin. Ansonsten danke von meiner Seite. Danke von meiner Seite, dass wir den Prüfstand hier benutzen durften. Ja, gerne. Mich interessiert das ja auch immer. Ich bin ja immer sehr interessiert und sehr, sehr skeptisch an solchen Sachen, das dass man das ich. Dann auch mal, muss man sich mal einen Tag, aber um diese Jahreszeit können wir das einrichten. Gut, schön. Komm bald wieder. Ihr auch, Junge, komm genau. Bald wieder. Macht's gut. Macht's gut. Abonniert den Kanal, folgt uns auf Instagram. Bis bald. Tschüss. Ciao.